Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Minecraft. Und wir starten die Folge heute mit einer sehr, sehr erfreulichen Nachricht. Und diese wäre, dass ich eine neue Maus habe. Beziehungsweise die, die ich bestellt habe, angekommen ist. Und ihr wisst, was das heißt. Der Doppelklick, beziehungsweise das Doppelklick-Syndrom ist, ja, diesmal beseitigt. Dann, wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Und wir sehen da, wir sind stehen geblieben beim ersten Haus, das wir fertig gebaut haben. Und hier haben wir auch schon eine Workbench drin. Und was unsere Aufgabe jetzt ist, das wird sein, Holz hacken, Holz hacken, Holz hacken und das zweite Haus auf die Beine stellen und uns überlegen, wie wir das Dach machen wollen oder ob wir vielleicht noch etwas in die Höhe bauen wollen. Das sind Fragen, die wir uns stellen werden und wir werden uns noch Gedanken darüber machen müssen, wo wir den Hof für die, ja, für das zukünftige Essen, ja, wo wir den Hof für das zukünftige Essen bauen wollen. Dann fangen wir mal an. Und ja. So. Baum, baum, baum. Baum, baum, baum. Baum. Don Flamingo! Don Flamingo ist auch hier. Schön, dich zu sehen. Und Prenyashi hat sich auch gerade gemeldet. Da freuen wir uns natürlich. So, so, hopp, hopp. Sind alles die falschen Bäume? Da, da. Richtiger Baum. So, was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Es gibt was Neues. Und zwar habe ich mich mal, beziehungsweise habe ich mir mal einen Facebook-Account für, ja, für Sorano Gaming erstellt und werde jetzt dort auch aktiv meine Sachen posten und neue bzw. Releases oder Ideen auch dort veröffentlichen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn auch die Seite anfängt zu blühen mit dem Channel. Dann Brothers haben wir auch wieder eine Folge gemacht und ehrlich gesagt, das Spiel gefällt mir einfach nur megamäßig gut und wer die letzte Folge gesehen hat, der weiß, wir werden uns in Zukunft auch auf weitere S-Claps freuen von unserem kleinen Schlitzohr, der wie ich das Gefühl habe, ein, ja, noch einen weiten Weg vor sich hat, was Schicksalsschläge angeht, denn ich weiß nicht, die Geschichte erinnert mich halt an Stories, die so am Schluss auskommen. Ich hoffe natürlich nicht, aber wer weiß. So, hier sollte ich vielleicht keine Bäume abhacken, denn da wollen wir ja nachher vom Hügel runter. Laufen will ich nämlich auch. Ich denke, wenn wir das Dorf hier unten haben und den Stall gebaut haben, können wir dann den Modus endlich wechseln. Das haben wir jetzt auch schon seit ungefähr 10 Monaten vor, auch wenn es den Channel nicht mal so lang gibt. Ja. Kommt noch, wird alles noch kommen. Und hier wieder. So, das sollte es dann langen, was das Holz angeht. Beziehungsweise es sollte reichen. Gescheite Dialekte. So. Und da haben wir unser 64er Stack.
Und hier haben wir unsere 464er Stacks. So. Dann gehen wir mal zurück. Wir müssten noch einmal zum Dorf, das wir da ganz am Anfang gesehen haben von den Ureinwohnern. Und vielleicht lassen die sich ja bezahlen und können hier den Garten zum Laufen bringen. Hotels haben wir, also haben wir dann. So. Und meine Damen und Herren, wie ihr seht, kein Doppelklick. Was für ein Wunder. So. Vielleicht kann ich jetzt schon etwas bekannt geben, und das ist, dass wir nach der letzten erfolgreichen Runde Overwatch in der Zukunft auf Semael verzichten werden müssen. Denn ja, ich glaube, das Spiel hat ihn ein wenig, ja, soll ich sagen, aggressiv gemacht. Das Spiel sofort deinstalliert und ja, finde ich schade, aber was soll's, was soll ich machen? Muss ich halt in Zukunft alleine spielen. Vielleicht werden wir da öfters noch mit Murozond spielen, jedoch hat er wahrscheinlich gerade ein Ork-Kostüm an und spielt WoW Legion, wo ja, er hat ein Ork-Kostüm an und spielt WoW Legion. Sehr wahrscheinlich. Was ich natürlich auch schon ausprobiert habe, beziehungsweise nebenbei auch noch spiele, aber noch nicht so intensiv, da ich nicht die Zeit dazu habe. Und so. Dann kommen jetzt noch die Platten hin. Na, vielleicht können wir die zwei Häuser ja verbinden. Das würde vielleicht cooler sehen. Mal schauen, mal schauen. So, dachte nicht, dass wir das Haus so schnell fertig haben. Vielleicht können wir sogar das Runde hinter diesem Gebäude fertig bauen, das wäre cool. Dann könnten wir nämlich mit dem Bauernhof anfangen. So. So. Ein paar Fackeln rein, eine Workbench und dann gehen wir schlafen. Wie Schlafenszeit eigentlich? Es wird gerade dunkel, wie ich sehe. Türen könnten wir gebrauchen und Türen wollten wir auch andere nehmen, da die hellen nicht gerade so sympathisch ausgesehen haben. Dann haben wir hier noch Ruhe. Und hier damit. Und dann gehen wir mal schlafen. Ich nehme die Türen gleich mit. Und ja, Treppe rauf, don't skip Black Day und schlafen. Hier, das sollte ich. Und dann. Okay, dann haben wir gerade genug Türen gemacht. Und hopp. Und hier oben könnten wir eigentlich mal einen Glasstock machen. Dann wäre das hier eigentlich eine kleine Aussichtsetage. Und darauf können wir dann wieder weiterbauen. Aber zuerst
bevor wir da weiter rumträumen und uns auf unsere Dream Villa konzentrieren, machen wir das fertig, was wir uns schon vorgenommen haben. So. Nein, das sollte ich nicht. Ja, komm her, Tür. So. Ja, Tür. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. So. Hinten oder vorne? Hinten sieht besser aus. Nicht zweideutig denken. Nein, nein, fail. Fail. So. Dann haben wir das auch mal geschafft. So. Dann machen wir mal mit dem runden Beutel weiter. Und ich denke, das sieht ziemlich cool aussehen. Vielleicht sollten wir in Zukunft mehrere so rundovale Häuser bauen. Mal gucken, wie das aussehen wird. So, und andersrum. Zum Glück geht das Bauen schneller als die Konstruktion. Ich denke, dass die Konstruktion auch schneller gehen würde, wenn ich, ja, manchmal auch überlegen würde, was ich mache. Was ich mache, was ich mache. Heilige Scheiße. Das Deutsch ja ganz gut heute. Deutsch ja ganz gut. Nein, nein, nein. Schauen. Ah, nein, meine Axt. Also da haben wir leider keinen. Dann muss Stein her. Kenyashi, wo willst du hin? Der genießt den Ausblick. Hat der auch verdient. So. Na, na, gut. So. Oh, so. Das sollte reichen. Also ich hoffe, das reicht. Ja, Prenyashi fühlt sich bestimmt alleine da. Aber das werden wir ja bald entdecken. Und dann keine, nicht, nichts, keine, sondern kann er ja seine Leidenschaft nachgehen. Und uns Essen machen, beziehungsweise kann er sich Kinder machen. Und wenn er Pech hat, hat er
hat der arabische Gene und macht irgendwie 4 oder 5 Kinder auf einmal. Oh. Zum Glück schlachten wir dann die einen nach dem anderen, denn ich glaube nicht, dass ich mir so viele Namen ausdenken kann. Und Don Flamingo braucht dann auch irgendwann mal eine Don Flaminga oder wie auch immer wir diese dann nennen werden. So, das haben wir dann. Da haben wir unser Dach jetzt auch. So, packen ein hier, so. Das Haus sieht ziemlich cool aus von. So, dann haben wir hier, ja, genau, das habe ich gesucht. Oh, Crafting Bench und super. Oh. Kurz Holz hacken gehen. Was mir gerade aufgefallen ist, die Häuser sehen ein bisschen langweilig aus. Nur aus dem gleichen Material gemacht. Vielleicht sollten wir in Zukunft auch mehr Materialien verwenden, um unsere Häuser zu bauen. Wäre vielleicht gar keine so dumme Idee so. Nee, das war's. So, wieder da. Halt zum Beinbruch. So, jetzt will ich aber noch kurz was nachschauen. So, wieder da, so. So. Ich würde mal sagen, wir gehen rauf und schauen uns das von oben an. Das stört mich hier. Jedes Mal, wenn wir hier raufkommen, habe ich das Gefühl, das Dach ist viel zu nahe. Das müssen wir doch irgendwie lösen können. Und ja, das sieht doch schon mal etwas aus. Ich glaube, ich werde die Dächer vorerst mal lassen, denn wir wollen ja von hier runterbauen. Und das letzte Mal kamen wir ja noch mit der Idee, dass wir hier vielleicht irgendeine Brücke auf unser ja, Walddorf machen wollen. Ja, dann lassen wir das mal fürs Erste so und gehen gleich wieder schlafen. Damit auch ja keine Greenpeace-Aktivisten hier raufkommen. Können wir schon? Nee. Ja, jetzt können wir. So. Frühschläfer auch an. So. Dann haben wir es mal und gehen mal runter und schauen uns um, wo wir den Bauernhof beziehungsweise ja die Zuchtklinik platzieren wollen. Hier hätten wir eigentlich noch genügend Platz. Das will ich aber jedoch noch offen lassen. Denn hier kommen wir ja so runter. Das heißt, ich will nicht direkt hier unten noch ein ja.
eine Klinik, eine Zuchtklinik bauen. Hier würde es schon eher hinpassen, jedoch müsste ich hier ein bisschen ausbauen und plätten. Beziehungsweise würde ich den See so lassen, because of, ihr seht, wie Don Flamingo Spaß hier gerade hat. Wie viel Spaß er gerade hier hat. Und ich denke, den Spaß wollen wir ihm nicht nehmen. Ein, zwei Bäume können wir auch stehen lassen und dann bauen wir einfach einen riesen Zaun rundum. Und das sollte dann schon gehen. Mal schauen, ob wir Glück haben. Und alle hopp, alle hopp. Nicht. So. Denke, das werden wir so machen. Und bei 20 Minuten sind wir auch schon wieder angelangt. Hey, hier können wir eine kleine coole Treppe runter machen. Aber das würde dann deswegen nicht aufgehen. Außer wir verschieben den Weg ein bisschen nach hinten. Ja. Können wir ja noch alles beliebig ändern. Dann gehe ich mal rauf, gucke auf die cool gebaute Siedlung runter und verabschiede mich. Und ja. Dann kann ich ja auch gleich Brothers aufnehmen, wenn ich schon dran bin. So, egal. Dann sehen wir uns das nächste Mal bei Minecraft. Dykes and fairies, tell me where it is.